Hi, hier ist Tom von Amazonas Decknew. Ich begrüße euch heute ganz herzlich aus der Nähe von Meppen. Und zwar sind wir beim Michael und mit dem Adri wollen wir heute dieses XXL-Becken einrichten. Michael, du kannst schon mal kurz was zu dem Aquarium sagen. Wie sind die Maße von dem Becken? Ja, das Becken hat eine Länge von 3,25 Meter, eine Tiefe von leider nur 70 cm, mehr ging nicht rein, und eine Höhe von 80 cm. Jawohl. Schon mal richtig cool, also sind wir hier auch voll im XXL-Bereich unterwegs mit knapp 1800 Liter. Und Arti, du kannst auch noch mal ganz kurz sagen, was du dir heute so vorgestellt hast oder mit dem Michael abgesprochen hast. Ja, also der Michael ist auf mich zugekommen, der wollte halt ein schönes Diskusbecken realisieren. Der ist ja schon halt diskusbegeistert und hat auch schon richtig Ahnung davon. Und ja, ich möchte heute hier für Michael ein schönes Diskusbecken realisieren. Und dazu haben wir halt verschiedene Materialien mitgebracht, schöne rote Moorwurzeln, große fette Steine und ordentlich Kies, also mein Auto war ordentlich tiefer gelegt und ja, wir haben hier schön viele Pflanzen dabei und ich denke, da machen wir heute was richtig Schönes draus. Jawohl, also seid gespannt, was wir heute machen. Für mich selber ist es auch was ganz Neues, bei so einem XXL Aquascape zuzuschauen. Und denk mal, der Sam, jetzt legt er sich gerade hin. Na, ich wollte gerade sagen, dass er heute vielleicht gut mithilft. Jetzt geht er doch in den Ruhemodus rüber. Also seid gespannt, was wir euch heute alles so zeigen. Während hier noch letzte Vorbereitungen gemacht werden, gucken wir mal kurz über die Materialien, die Adri mitgebracht hat. Zwar hier markant schon mal richtig schöne große Wurzeln. Verschiedenen Bodengrund, da gehen wir gleich auch noch mal drauf ein. Ja, massiver Haufen Steine, da muss ich mich selber eben schon ein bisschen weigern, das mit rauszutragen aus dem Auto. Wie gesagt, echt tiefer gelegt die Kiste. Und hier richtig viele Pflanzen. Ja, und quasi sein Werkzeugkasten, womit er das Scape hier reinzaubern wird. So, starten wird Adri hier mit Dünger in dem Bereich, wo die Pflanzen halt eingepflanzt werden sollen. Adri, vielleicht kannst du was zum Dünger sagen, weil der ist ja auch, soll ja auch diskusgerecht sein. Ja, also das ist jetzt von Jupiter halt der Nährboden und der ist halt wirklich auf extrem starker Lehmbasis. Das riecht man auch. Das ist also jetzt nicht unbedingt so ein Granulat, wo einfach nur Dünger runtergemischt wurde, sondern es ist nahezu ein komplettes Natursubstrat. Und das ist halt einfach was, wo ich sage, das kann ich bei Diskus wirklich bedenkenlos reinsetzen. Da muss man ja doch mal ein bisschen aufpassen und von daher habe ich einfach mit dem Nährboden einfach mit Abstand die besten Erfahrungen. Also man sieht, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Sand, wo irgendwelche Dünger runtergemischt wurden, sondern es ist wirklich so, ja, lehmartig. Auch wenn man das einsprüht, merkt man das halt sofort, dann wird das halt wirklich ziemlich ja, krampig und klumpig halt und das funktioniert wirklich wunderbar. Im nächsten Step kommt dann einfach Sand mit ins Aquarium. Oh, muss ich mal sagen, in dem Fall um einiges sorgfältiger, als ich meinen Bodengrund reinbringe. Sagen, man sieht hier gerade eine kleine Staubwolke, aber insgesamt, das ist der gleiche Aquariensand, mit dem ich auch arbeite. Der ist recht gut in dem, dass nach einem Befüllen des Aquariums das nicht groß mölmt, dass es sehr schnell klar ist, das Wasser. Im nächsten Step fängt Adri an, hier die Wurzeln und die ersten Steine zu platzieren. Wobei die Steine sind schon mal dafür da, um die Wurzeln, die halt so ein bisschen schräg stehen, so zu befestigen, dass die perfekt nach oben ausgerichtet sind. Vielleicht kann man die Treppe ein bisschen festhalten. Oh, jetzt wird es hier ein bisschen wackeliger. Schon ein großer, schwerer Stein, der hier erstmal Platz findet.
Und der hier halt auch wieder dafür, dass die Wurzeln erstmal fixiert sind. Nun geht es mit dem richtigen Knochenjob weiter, und zwar die Steine hier einbringen. Denn Adria hat zwar lange Arme, aber mit der 80er Höhe hier haben wir schon unsere Witze gemacht. Ist ja dann doch ganz schön heftig, vor allen Dingen die wiegen auch ordentlich was. Aber ich würde sagen, du hast noch ordentlich was zu tun hier, ne? Ja. Vor allem ist jetzt dann auch der Plan, hier mit den Steinen das um die Wurzeln ja so dicht zu kriegen, dass dann hier mit Sand aufgefüllt wird, so dass hier auch keine ja, Mulmplätze entstehen, wo sich halt der Dreck lagern kann. Die Wurzeln eingriffst mit dem feinen Sand, ja. Wird sich sicherlich der ein oder andere fragen, ja, fault denn die Wurzel darunter nicht weg? Weil ich meine, Faulgase, Wurzeln, Diskus, das ist ja irgendwie kontraproduktiv. Da gebe ich dir recht. Das Ding ist halt, bei den roten Moorwurzeln haben wir halt wirklich ein extrem hartes Holz. Das ist nicht wie eine Mangrobe oder so, was weich ist, wo auf Fels zum Beispiel was aufgenommen wird, wo die was abrasten können. Das ist bei dem Holz eigentlich überhaupt nicht möglich, weil es bleibt auch über Jahre lang hinweg wirklich hart. Ich buddel wirklich auch nahezu wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Das ist eigentlich nur angeglichen, das ist nicht dolle großartig jetzt wirklich, dass es verbuddelt wird, weil da gebe ich dir recht, Holz kann halt immer unter Umständen anfangen zu gammeln, wenn das halt verbuddelt wird. Aber das ist hier wirklich gleich nur ganz minimal unten drunter, und das Holz ist wirklich so hart, da habe ich bisher noch nie Probleme gehabt, dass es anfängt zu faulen. Kleber, der schadet ja nicht den Fischen. Was hast du denn da für ein Kleber? Was nimmst du denn daher, Adri? Da nehme ich vom Hobby den Fix. Das ist ein Unterwasserkleber. Das ist kein Silikon, was vielleicht jetzt viele denken. Das ist ein extrem schnell aushärtender Wasserkleber oder Unterwasserkleber. Und das ist momentan wirklich, sagen wir mal, mein Lieblingskleber, um alles Mögliche zu fixieren, was halt sperriger ist. Also das ist nach 3 Stunden hat der schon so weit quasi das Ganze abgebunden, dass man halt wirklich das Aquarium schon fluten kann, ohne dass die Wurzeln hochkommen. Und Schaden tut es den Fischen nicht? Nein, absolut nicht. Das ist absolut Lebensmittel echt. Also alles super. Okay. Im nächsten Step wird der Kies erstmal ordentlich durchgewaschen. Ist echt massiv schmutzig. Und das ist, hier sieht man schon, zwingend notwendig. Und schon kann als nächstes angefangen werden, den Kies hier zu verteilen. Dann wird hier so diese Lücken zwischen den großen Steinen damit aufgefüllt. Nachdem die großen Kieselsteinchen drin sind, geht es hier erstmal mit kleineren Kies in den Zwischenräumen weiter. Nachdem der kleine Kies verteilt wurde, kommt jetzt noch kleinerer Kies hinein. Man muss schon mal sagen, das bringt schon mal eine richtige klasse Optik von so einem Flusslauf mit diesem freiliegenden Kies. Echt klasse, was man hier sieht. Das Hardscape ist nun fertiggestellt, so dass wir hier langsam anfangen können, die Pflanzen einzubringen. Und zwar fängt Adri erstmal an, alles anzufeuchten und nass zu machen. Kannst du mir ein bisschen was über die Pflanze erzählen, was du da jetzt genau pflanzt? Weil das sieht ja auch wie so ein Bodendecker, braucht ja nicht viel CO2 und extrem viel Licht, dass der überhaupt wächst. Ich habe dir ganz bewusst einen Bodendecker ausgesucht, der halt wirklich sehr pflegeleicht ist und einfach wächst, sogar auch ohne CO2 wunderbar wächst. Das ist Helianthium tinellum, vielleicht anderen bekannt ehemalig als Echinodorus tinellus. Das ist halt ein Bodendecker, der wirklich so wirklich perfekt für ein Diskusbecken geeignet ist, da er auch wirklich die höheren Temperaturen gut verträgt
und wirklich super einfach zum Wachsen zu kriegen ist, auch mit etwas weniger Licht und wie gesagt auch ohne CO2. Und was ist das jetzt für ein Hersteller? Was verwendest du da? Woher kommen die Pflanzen? Also ich arbeite... Ist das ein Holländer oder was? Nein, das sind Däne. Däne? Ja, also ich arbeite eigentlich ausschließlich mit Tropika-Pflanzen halt. Zum Teil auch ein bisschen mit Pelle, aber meistens halt mit Tropika. Weil ich einfach da schon, sage ich mal, mit zusammenarbeite, seitdem ich halt selbstständig bin und einfach die Qualität für mich das ganze Jahr über passt und ich genau weiß, was mich da erwartet und von daher gibt es für mich da eigentlich nicht viel anderes. Okay. Ja, und hier sieht man dann mal, wie der Adri das einzeln mit der Pinzette hier alles einbringt in den Bodengrund. Hat mir eben auch schon mal verraten, ist, ja, oder wir haben selber mal gesagt, Mensch, mit der Pinzette, wenn man das selber gemacht hat, dann kommt die Pflanze immer wieder raus. Aber er sagt, es ist auch ganz wichtig, was man für ein Werkzeug hier nutzt. Und man sieht am Ergebnis, das funktioniert schon mal ganz gut und schnell, auch wenn er hier sau viel zu tun hat. Also mit dir tauschen möchte ich jetzt nicht, aber sich das hier mit anzuschauen, das sieht echt gut aus. Hier sind die ersten Pflanzen schon drin und hier auf der anderen Seite macht Adri schon ja mit der Hintergrundbepflanzung weiter. Auf den ersten Blick denkt man erstmal, was sollen die kleinen Dinger hier, aber er hat versprochen, das werden richtig schöne große Pflanzen mit großen Blättern und da wollen wir dann auch gerne in rund 3 Monaten nochmal reinschauen, wie die sich entwickelt haben. Ich verspreche euch, dass wir dann auch nochmal ein Video-Update von diesem Aquarium hier machen werden. Und als Blickfang an diesem Scape wird jetzt hier nochmal der rote Tigerlotus eingepflanzt. Ebenso hier vorne auch einmal. Aber da schauen wir dann auch mal, wie der sich entwickelt. Als nächstes geht es los, dass die Aufsetzerpflanzen auf die Wurzeln kommen. Und da muss ich ja selber sagen, auch aus alten Zeiten, wo ich mit Pflanzen rumhantiert habe, mit Angelschnur, Bindfäden, Gummibändern, die dann abgeflogen sind. Ist vorbei. Ja, ist vorbei. Schaut euch das mal an, wie easy peasy das geht. Quasi mit Sekundenkleber. So, ein Tropfen drauf. Und das Ding, das hält. Der Wahnsinn, richtig cool. Zeig mir auch noch mal kurz die Tube, von wem das ist. Und zwar ist das von Aka, das was ich euch letzte Woche auch schon mal präsentiert habe, aus meinem Meerwasserbereich, dass ich von denen ein paar Produkte ja bestellt habe. Auch für den Süßwasserbereich stellen die richtig coole Sachen her. Also ich bin begeistert. Selber habe ich ja jetzt noch keine Korallen bei mir drin, aber wenn das dann mal losgeht und Korallen ankleben, kann ich mich echt schon freuen, was das für ein Produkt ist. Und wichtig ist, zwischendurch die Pflanzen immer wieder zu befeuchten. So, nun schon mal Wassermarsch, während hier unten rum alles fertig bepflanzt ist. Hier speziell auf den Steinen sind auch noch mal Anubias draufgekommen. Hier schauen wir noch mal gerade, ob das wirklich funktioniert, dass wir nicht zu viel von dem Bodengrund zerstören, aber so geht es langsam rein hier. Während das Aquarium langsam vollläuft, finden hier jetzt noch die letzten Anubias Platz auf den Wurzeln. Hier. Und auch hier. Es sind mehrere kleine, die so aneinander entlang geklebt sind auf der Wurzel. Sieht richtig klasse aus so. Während Michael
schon mal anfängt an der Abdeckung rumzubasteln. Schauen wir noch mal kurz rein. Hier sind noch mal die letzten Pflanzen reingekommen. Und das Becken braucht natürlich so ein bisschen, bis es befüllt wird. Jetzt haben wir knapp über 10 cm erreicht. Aber hier auch schon mal so ein Blick ins Wasser rein. Sieht schon mal stark aus. Das Aquarium ist jetzt endlich vollgefüllt. Schaut noch mal genau auf dieses Gelb. Also echt astrein. Und für mich halt auch als Premiere dort mal live zuzuschauen. Vor allem in dieser XXL-Form. Insgesamt ist zu sagen, dass dieses Aquarium als Diskusbecken dann dienen soll. Bedeutet, hier dürfen wir auch gar nicht mit viel CO2 arbeiten. Und daher wurden diese Pflanzen, die hier verarbeitet wurden, auch extra so ausgewählt, dass man gar nicht mit CO2 zusteuern muss, sondern dass ein bisschen Dünger für diese Pflanzen ausreicht. Nun kommen wir auch zum Ende dieses Videos. Hier darf ich mich schon mal recht herzlich fürs Zuschauen bedanken. Aber bevor ihr jetzt ausschaltet, denkt daran, schaut unbedingt auch nochmal bei den Atri auf die Instagram-Seite und gerne lasst bei ihm auch seinen YouTube-Kanal auch ein Abo da. Echt eine klasse Arbeit, die er hier gemacht hat. Bin wirklich begeistert und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und wie gesagt, ihr werdet es auf alle Fälle ein Update von geben, weil hier noch einige Pflanzen drin sind, die noch nicht ja, so hoch gewachsen sind, wie sie eigentlich sein sollen. Also könnt ihr auch gerne auf meinen Kanal ein Abo dalassen, damit ihr das dann nicht verpasst, wenn es bei diesem Aquarium hier mal weitergeht und ich darüber berichten werde. Also macht's gut, tschüss, euer Torben von Amazonasbecken.eu.